Moin, ihr Bootsbastler. Ja, wir haben 18 Grad irgendwie. Und was bietet sich da mehr an, als eigentlich einmal zum Boot zu gucken? Ja, dann dachte ich mir, machen wir doch mal einen Videolog. Haben ja schon ein paar Leute gefragt, kannst du mal dein Boot zeigen? Jetzt gehe ich mit euch quasi mal ins Winterlager. Dann gucken wir mal, ob das Ding das alles überlebt hat. Vielleicht können wir auch schon ein paar Sachen zusammen machen. Ein bisschen was sauber machen oder vielleicht den Kartenplotter schon am Anfang einzubauen. Auf jeden Fall habe ich schon Frühlingsgefühle. Wie ist es mit euch? Ich habe schon richtig Bock. Das ist ja unfassbar. Ich muss die Jacke jetzt ausziehen. So. Gucken, ob das vorne Helligkeit jetzt hier hinhaut. So sieht das Ganze aus. Gut eingepackt. Und man sieht schon hier, komplett verwittert. Und das will ich ja auf jeden Fall nochmal aufpolieren. Da mache ich nochmal ein gesondertes Video drüber. Nehme ich euch nochmal mit hier. So. Ja. Jetzt müssen wir da irgendwie rauf. Abplan ist angesagt. So, Boot ist erstmal halb aufgedeckt. Da blutet mir das Herz, ne? Wenn man sich das mal anguckt, wie so ein Winter an so einem Boot immer leidet. Guckt euch das mal an hier. Der Stecker ist eingesteckt und man sieht jetzt sehr schön, wie das Ladegerät anfängt zu laden. Ladegerät läuft. Sehr gut. Das heißt, Batterie geht wieder voll. Bei manchen Videos vergesse ich halt immer noch mal was dazu zu erzählen und jetzt muss ich es nachvertonen. Das ist der Fischfinder, der soll raus und an die Stelle soll der neue Kartenplotter nachher. So, das Ding kann ab und dann kommt er raus. Die Schrauben zugematscht. Ach, muss ich die Kacke hier rauspuppeln, weil irgendwann die Löcher mit den Schrauben zugeschmiert hat. Ab ist das Biest. Meine Güte, fieses Teil. So, das Ding kriege ich hier leider nicht raus. Das heißt, wir müssen mal gucken, wo das Kabel hingeht. Und das endet wahrscheinlich in diesem Sicherungskasten. Natürlich geht das Kabel da unten in den Sicherungskasten, denn da ist die Hauptzentralelektrik. Ja, nur leider geht die Klappe nicht auf, denn das Lenkrad ist davor. Kurz mal die Knarre ausgepackt, 6 Schrauben bzw. 5, eine hat sich noch dabei runddrehen lassen. Tja, und da ist auch schon das Kabel. An das Kabel gehen wir auch mit dem neuen Kartenplotter wieder dran, denn der ist abgesichert, zweimal. Und da ist man dann auf der sicheren Seite und man kann oben über die Schalter den auch noch nachträglich ausschalten. Wohin damit? Hier oder direkt davor. Ja, ich habe mich dann dafür entschieden, den Kartenplotter auf die rechte Seite zu setzen, denn auf der rechten Seite war ja schon das Loch von dem Fischfinder. Das heißt, ich musste nur noch die Halterung anbohren. Die bohre ich natürlich so, dass das Stecker passt, aber im Nachhinein werde ich nochmal überrascht, denn der Stecker von dem Heckgeber hat nochmal einen Stecker, der ungefähr 1,5 mal so dick wie alle anderen sind. Dazu muss ich sogar nochmal den Rumpf später größer bohren. Richtig kacke. Seht ihr gleich. So, das Loch ist fertig. Und nicht ganz so schön, aber das machen wir nachher sowieso wieder zu. Tja, und da sieht man die Misere, die ich am Anfang nicht bedacht habe. Der neue Stecker ist noch mal viel dicker als die alten Stecker. Ich weiß nicht, warum man sowas macht, denn man muss dazu ja auch den Borddurchlass hinten größer machen, was ich total unsinnig finde. Warum, Raymarine? Warum? So ein Riesenloch für ein so dünnes Kabel, nur weil der Stecker so dick ist. Kann man das nicht anders lösen? Hätte man das nicht kleiner machen können vom Stecker?
Ja, und hier wird eigentlich nur noch das Kabel verlegt, hinten vom Spiegel bis vorne zum Kartenplotter. Beziehungsweise, ich lasse das verlegen. Das ist der Kollege, der im Sommer ja auch immer mitfahren will. Und der will ja hier auf meinem Boot auch immer grillen. Also kann der auch mal da unten reinkriechen und das Kabel verlegen. Ich denke, wir Motorbootsbesitzer kennen das Problem. Alle wollen mitfahren, aber keiner will was machen. Ja, ich erziehe mir die eben mal ein bisschen um hier, die Leute. Machen wir einen Test hier. So, oben wird gesteckt. So, Strom ist dran, Strom ist angeklemmt. 12 Volt, plus minus, ja, Strom, Strom, Strom. Ping. Ripterping. Windows wird er hochgefahren. Fertig mit dem Einbau. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja. Ist noch alles ein bisschen dreckig. Aber grundsätzlich hat das alles hingehauen. Ja, jetzt sieht es natürlich aus, als wenn hier den Baum hingeschlagen hätte. Drehen die Augen, ey, das ist immer ganz schlimm. Also wenn man da irgendwo, das sieht auch immer nach einer Stunde so aus. Das ist grauenvoll. Alles wieder durchschrubben, da hat die Frau ein bisschen was zu tun. Mit den übelsten Reinigungsmitteln. Da zeige ich euch auf jeden Fall nochmal so einen geilen Reiniger. Da habe ich nochmal so einen italienischen geilen Reiniger, der sie wirklich die ganze Kacke wegkriegt. Verlinke ich euch mal. So, da ist die Ausbeute hier. Ganze Schrottkacke vom Tag. Ausgebaut und jetzt geht es ab nach Hause. Ja, Freunde, ein langer Tag geht zu Ende, auch wenn man es nicht glaubt. Aber das waren dann auch irgendwie 6-7 Stunden in 8 Minuten Video. Und ja, alles hat noch nicht so richtig hingehauen. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen nachsichtig. Ich will mehr Videos beim Einbau machen, aber es ist auch immer ein bisschen schwierig, weil man immer irgendwie schon vorab prescht irgendwie. Man schraubt schon und macht alles fertig und dann denkt man sich, vielleicht hätte ich mal lieber die Kamera dabei angemacht. Daran muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Aber ich gelobe Besserung. Ich nehme euch auf jeden Fall noch weiterhin mit. Und zu diesem Video wird es auch noch einen zweiten Part geben. Also ich will noch mal zeigen, wie ich das Ding richtig in Betrieb nehme und wie das nachher final eingebaut ist und alles chico und alles sauber ist. Bis dahin, ich freue mich auf eure Likes. Denkt dran, drückt gefällt mir, dann komme ich mit dem Ranking ein bisschen weiter nach oben mit dem Video und auch andere Leute finden das hier und so weiter. Ihr kennt das. Danke!